Wir schreiben hervorragende kriminalpolizeiliche Zahlen. Wir haben gezeigt, dass wir in der Lage sind, gute Strategien zu entwickeln, dann, wenn es einmal eng wird, dann, wenn es gefordert ist und Phänomenen auf jede Art entgegenzutreten. In diesem Sinne, glaube ich, ist es ein gutes Miteinander. Wenn wir weiter so am gleichen Strang in dieselbe Richtung ziehen, so denke ich, dass wir der Vision, die jedes Innenministerium hat, näher kommen, Österreich zum sichersten Land der Welt zu machen. Und das sollte natürlich in der Bundeshauptstadt beginnen.